Herzlich willkommen. Ein Jahr Orgelpodcasts. Ein kleines Jubiläum heute. Am 21. März 2020 habe ich zu Bachs Geburtstag mein erstes Filmchen aufgenommen. Ganz primitiv damals, ohne das Stück jemals vorher durchgespielt zu haben. Einfach schnell in die Kamera. Schlechter Sound, es klapperte überall. Ich denke, wir haben uns ganz gut verbessert in der Zwischenzeit, wobei ich leider sagen muss, dass mich heute Fehler Nummer 93a ereilt hat. Ein ganz neuer Fehler. Mein Tonspurgerät hat einfach irgendwie keinen Mucks gemacht heute. Weiß auch nicht was. Das ist also, es gibt auch immer wieder Rückschläge. Mit der Technik ist man immer im Stress und das Spielen ist nachher das Einfachste. Na, das stimmt auch nicht ganz. Heute ist also der 20. März, nicht ganz Bachs Geburtstag, aber das gilt. Ich spiele ihm trotzdem ein Ständchen und natürlich ein Stück von ihm. Und was könnte man sich vorstellen zu Bachs Geburtstag? Wie wäre es mit die Toccata? Er hat ja mehrere Toccaten und Fugen geschrieben. Aber wenn man von der Toccata redet, dann ist doch immer die D-Moll-Toccata mit Fuge gemeint, BWV 565. Ich selber spiele das Stück eigentlich selten, weil es sowieso so oft kommt, denke ich immer. Popgruppen haben es vertont und in der Luisenstraße kann man es von Akkordeonspielern hören, übrigens sehr gut oft, die spielen das ganz toll. Ja, ja, aber heute dachte ich, vielleicht passt es tatsächlich auch heute mal hierher. Ein frühes Stück von Bach, beziehungsweise ich muss dazu sagen, es ist nicht so ganz sicher, ob es von Bach ist. Da gibt es eine große Debatte unter den Fachleuten. Es gibt Leute, die behaupten, es sei nicht von ihm. Es ist natürlich stilistisch in der Tat so ein bisschen fremd, anders. Wobei ich einen Freund habe, der immer sagt, wenn es nicht nach Bach klingt, ist es gerade auch Bach. Weil er will damit sagen, Bachs Fantasie war so grenzenlos und seine Kreativität so enorm, dass man ihn wirklich nicht einkategorisieren sollte oder kann. Ja, trotzdem, es ist natürlich schon nicht ganz einfach, diese Beurteilung, ob es wirklich authentisch ist, das Stück. Also es gibt zum Beispiel keine Handschrift von Bach. Die überlieferten Handschriften sind sehr spät. Manche Forscher gehen davon aus, dass vielleicht Bach eine Transkription für Orgel vorgenommen hat, von einem Stück von sich selber oder von einem fremden Stück, von einem Komponisten, wo man es nicht weiß. Gibt alle Spekulationen. Ein Forscher sagt, es sei sehr wahrscheinlich, dass das ein Violinstück gewesen sein könnte. Es gibt so Violinfiguren oft in dem Stück, also zum Beispiel am markantesten ist vielleicht diese Stelle, wo immer dieses A nachschlägt, mit der linken Hand. Sie werden es gleich sehen, also ich glaube, Sie wissen sowieso, was ich meine. So nach einer Dreiviertelminute am Anfang kommt es gleich, diese Stelle. Und das wäre wirklich so eine Geigenfigur, wo der Geiger also immer mit der leeren A-Seite Akkorde bricht sozusagen. Das wäre in der Tat sehr typisch. Aber es gibt auch Momente, die dagegen sprechen, gegen diese Hypothese. Also es ist nicht so ganz einfach, ist aber auch egal, weil es ist in jedem Fall ein tolles Stück. Und natürlich muss man sagen, der junge Bach hatte schon natürlich da seine Vorbilder. Insbesondere die norddeutsche Orgelschule, Buxtehude oder Böhm, Georg Böhm, den er ja in Lüneburg getroffen hat. Haben ihn inspiriert mit diesen Toccatenfiguren, mit diesem freien Spiel, also das nicht an ein Metrum gebunden ist, sondern sehr schwankende Tempi hat, ist auch in der D-Moll-Toccata extreme Tempoangaben, da steht mal Prestissimo oder solche Dinge. Man muss übrigens auch sagen, dass es natürlich auch im süddeutsch-italienischen Raum Vorreiter gab für diesen Stil, also im norddeutschen Bereich nennt sich der Stil Stilus Fantasticus, das Wort, diesen Fachbegriff hatte ich ja auch schon mal erwähnt, und in Italien war das natürlich Frescobaldi, der auch dieses freie Spiel vom Cembalo herkommt,
entwickelt hat, dann sein Nachfolger oder einer seiner Nachfolger Froberger. Da gibt es die Angabe à discretion. Buxtehude übernimmt das con discretione, also frei, nach Geschmack. Ja. Das ist da die Angabe. Ja, ich spiele einfach los. Ich muss wieder, ich kann es nicht oft genug wiederholen, sagen, dass es wahnsinnig schade ist, dass Sie nicht hier sind. Denn dieses Stück verlangt natürlich eigentlich nach der Akustik. Also man spielt diesen ersten Pralltriller, Mod Hand, und hört dem Klang nach. Und dauernd diese Abbrüche, die das Stück hat, die verlangen danach, dass man den Klang genießt, der hier in der großen Akustik stehen bleibt. Und das kann ich natürlich Ihnen auf dem Rechner überhaupt nicht bieten. Naja, überhaupt nicht, nicht ganz, aber nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte. Trotzdem wünsche ich viel Freude bei der kurzen Toccata, dann kommt ja gleich die Fuge und an die Fuge schließt sich dann wieder so ein toccatenartiger Teil, so ist die Form, so ABA kann man sagen. Herzlichen Dank an meine Registrantin Birgit Bach-Ernst, die mir das ganze Jahr über schon oft zur Seite gestanden hat. Grüß dich vielmals, liebe Birgit, und ich grüße auch meine Pfarrer, die vor einem Jahr diese ganze Podcast-Aktion angestoßen haben. Die haben die Kamera gekauft und gesagt, jetzt nehmen wir unsere Predigten auf und haben mir auch da den Anstoß gegeben oder die Idee gegeben, sowas mit meiner Arbeit auch zu machen, meine Arbeit auch zu dokumentieren für die Corona-Zeit. Herzlichen Gruß an euch beide auch. Und Ihnen allen viel Freude und bis zum Podcast am nächsten Samstag. Tschüss.